Ein Portemonnaie ist ein extrem wichtiger und persönlicher Gegenstand. Also schleppt man ja eigentlich die ganze Zeit mit sich rum und da ist gewissermaßen auch das ganze eigene Leben drin. Ergo kann es auch den eigenen Charakter so ein bisschen widerspiegeln. Und wenn man beispielsweise total auf Deadpool steht, dann holt man sich, genau, ein Deadpool-Portemonnaie. Und das könnte dann so aussehen. Wir haben hier ein offiziell lizenziertes Marvel-Portemonnaie mit einem sehr, sehr markanten Design. Also wir haben vorne drauf riesengroß die Deadpool-Augen. Übrigens wirklich als sehr großflächige Prägung. Es hebt sich also wirklich sehr schön ab, wenn man so drüber fasst. Und auf der Rückseite haben wir einfach nochmal das satte Rot von der Vorderseite und ein Metall-Label. Das Wichtigste bei einem Portemonnaie ist aber das Innenleben und so viel kann ich verraten, hier passt wirklich alles rein, was man so braucht. Wir haben ein sehr großes Kleingeldfach, das man übrigens auch nochmal mit einem Reißverschluss sichern kann. Dazu kommen zwei Geldscheinfächer jeweils an den Seiten und insgesamt 8 Kartenfächer. Und das finde ich sehr schön, wirklich bei jedem einzelnen Fach haben wir noch dieses sehr schicke Marvel-Muster mit dabei. Das Ganze besteht übrigens aus Kunstleder und ist mit 20 x 10 cm ganz schön groß. Soll heißen, das ist doch eher ein Damenportemonnaie, einfach weil es in eine normale Hosentasche gar nicht reinpasst. Soll heißen, das gehört eher in eine Handtasche.